Wir sind jetzt in Teufen. Ja, wir sind hier in Bühler und hier ist ein kleiner Wasserfall. Haben gerade eine Steigung von etwa 10% gehabt. Aber mit unseren Fahrrädern geht ja alles gut. Wir haben gute Unterstützung. Und jetzt geht's weiter. Ja, Altstätten, hier runter. Sonst fahren wir nur Autobahn. Also jetzt von der Ausschilderung ist ein bisschen komisch hier. Ja, wir haben soeben zwei Brücken verlassen und jetzt sind wir in Gais. Schöner Ausblick. Heidi, willkommen. So, jetzt unsere heutige Etappe von St. Gallen nach Bad Ragaz. Wir sind jetzt gerade hier an der höchsten Stelle mit unseren Superfahrrädern von Büngerbike. Und zwar haben wir hier einen super Ausblick über diese tolle Landschaft. Gleich machen wir einen kleinen Rundumschlag und sind jetzt, diese höchste Stelle nennt sich der Stoß. Hier ist es richtig schön. Toller Ausblick. Wir fahren jetzt über 65. Das macht Spaß. Ja, und jetzt sind wir gleich in Altstätten angekommen. Schön runtergecruised. Macht richtig Spaß. Irene hat mich jetzt überholt und gibt jetzt richtig Gas und wir fahren relativ schnell, ja, aber es macht auch richtig Spaß, wir haben gute Fahrräder und jetzt brauchen wir auch keine Unterstützung. Juhu! Ja, das schnelle Fahren ist man nicht gewohnt. Weil das, was wir jetzt runterfahren, sind wir eben hochgefahren. Das hat man aber nicht so gemerkt.
gedacht, du wolltest nicht so schnell. So, nach einer gigantischen Abfahrt sind wir jetzt in Altstetten angekommen und brauchen eine kleine Pause, weil das war schon eine schöne Abfahrt. So, jetzt sind die ersten 1500 Kilometer mit diesem E-Bike erreicht und das geschafft in der Schweiz in Altstetten. Altstetten ist eine Kleinstadt und politische Gemeinde in der Kulturlandschaft St. Galler-Rheintal im Kanton St. Gallen in der Ostschweiz. Der Ort gehört politisch zum Wahlkreis Rheintal. Als historischer Marktort bildet Altstetten seit dem Mittelalter ein Zentrum der Region, nebst Rheineck und Berneck, und war vor 2003 Hauptort des damaligen Bezirks Oberrheintal. Altstetten befindet sich etwa in der Mitte zwischen dem Bodensee und Bux auf der westlichen Seite des St. Galler Rheintals im Alpenrheintal. Die Gemeinde hat eine Gesamtfläche von 39,11 Quadratkilometern und grenzt sowohl an die beiden Appenzeller Halbkantone, an das österreichische Bundesland Vorarlberg, wie auch an das Fürstentum Liechtenstein. Lass mich mal vorbei, so. Ja, und wenn wir jetzt gleich irgendwo ein Plätzchen finden können.
Ehrlich. Ja, wir fahren am wunderschönen Rhein entlang und kommen nachher in Sargans an. Vorher kommen wir ein bisschen an dem wunderschönen Stadtstaat Liechtenstein vorbei. Ja, hier sammeln wir jetzt mal ein paar Impressionen. Wir sind noch in der Schweiz und jetzt in Liechtenstein. Ja, jetzt sind wir immer noch auf der Liechtensteiner Rheinseite. Auf dieser Seite ist Liechtenstein und auf der anderen Seite ist die Schweiz. Wir fahren jetzt von Schaan über Vaduz Richtung Sargans. Vaduz, die Hauptstadt von Liechtenstein, liegt am Rhein in der Nähe der Schweizer Grenze. Das auf einem Hügel mit Blick auf die Stadt gelegene Schloss Vaduz aus dem 12. Jahrhundert ist eine königliche Familienresidenz. In dem als Fußgängerzone gestalteten Stadtzentrum Städtle liegt das Kunstmuseum Liechtenstein mit einer blank polierten Fassade und Ausstellungen moderner Kunst. Hier ist das Stadion von Vaduz. Die ist auch weltbekannt, glaube ich. Die Brücke. Die Brücke von Vaduz. Grüezi. Ah, da geht's runter. Das liegt schon hinter uns.